So, herzlich willkommen im Katastrophen-Let's Play. Mal wieder. Ja, Mesocon-Zeit. Die Mod, die ist... Ne. Ne. Katastrophe. Einfach nur eine Katastrophe. Aber gut, irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Ist ja sowieso ein Open-End-Let's Play, wenn wir also alleine für den Leuchtturm noch 100 Folgen brauchen, dann ist es halt so. Shit happens. So, hier müssen wir jetzt gerade hochgehen, damit wir hier runter können. Und jetzt müssen wir hier dann irgendwie... Nee, noch nicht. So muss ich hier noch eins hoch. Nee, das geht aber nicht. Achso, okay, das ist dann wieder das Problem. Tja, ich glaube, das mit den drei Reihen können wir echt vergessen. Das mit den drei Reihen wird nicht funktionieren. Dann müssen wir die unterste Reihe doch unbeleuchtet lassen. Geht aber auch nicht. Oh Herr Himmel. Warum schickt er hier das Signal nicht weiter? Normalerweise, wenn meine Tür funktioniert, dass wenn hier ein Signal anliegt, dass das Signal hier auch weitergeleitet wird. Jetzt macht er das aber nicht. Und man konnte quasi mit diesen Dingern hier das Signal endlos weit hochschleifen. Warum klappt das jetzt nicht? Ach komm, mach doch was du sollst. Funktioniert nicht, kannst du vergessen. Na, ja. Das ist maximal eine Reihe. Das kannst du nicht wahr sein. Das kann jetzt echt nicht. Ist jetzt nicht darin ernst, oder? Das ist nicht darin ernst. Okay, komm. Das ist mir gerade echt ein bisschen zu bekloppt. Dann machen wir es hier mit dieser Zwischenschaltung nicht. Dann ziehen wir hier einfach... Nee, komm, die Wand können wir wieder rausreißen. Das war ja komplett... Ja, dann waren die ganzen Sachen jetzt komplett bescheuert. Dann mache ich einfach ein paar Blumen. Die blinken ja dauerhaft. Ich weiß zwar nicht, wie stabil das ist im Sinne von, ne, ob die Blumen auch irgendwann wegen Servo-Neustart und sowas, ob die immer blinken. Oder ob die auch von diesen... Ja... Bug betroffen sind, dass wenn der Server neu startet, die dann teilweise nicht mehr blinken. Aber glaube ich, waren die davon nicht betroffen. Ach komm jetzt. Ist das jetzt dein Ernst? So, die, wie gesagt, der Zwischenbuni kann raus. Der bringt uns. Ach komm, jetzt geht doch mal die Leiter runter. Oh. Jetzt möchte ich aber mein Test hier gerade echt wissen, kann das sein? So, Rest machen wir lieber mit der normalen Spitzhacke. Oder auch nicht. Gott sei Dank. Meine Fresse. Oh, ey.
Was für ein schöner Tag, hier lang zu spazieren. Wenn ich aufschütte, würde ich explodieren. Ich hoffe, man merkt es mir nicht an, dass ich gerade total, ne? Ein bisschen so total hate gegen Mesecon. Also so sehr ich diese Mod auch liebe, weil man damit halt ein paar Möglichkeiten hat, genauso hasse ich diese Mod, weil die absolut unlogisch ist. Was ist hier los? Warum tanzen die hier? Ja, mein Server möchte mich gerade auch verarschen. Hallo? Er hat einen Server? Was ist los mit? Gute Frage. So. Ja, genau. Blumen machen. Der andere Scheiß war komplett umsonst. Sprinten geht auch wieder nicht. Kann man mir mal sagen, warum gerade mein Server so ausgelastet ist? Irgendein Server, wahrscheinlich der hier, hat gerade 100% Auslastung. Alter, was ist hier los gerade? Okay, also heute wird der Server echt wissen. Tja, ich glaube mal, das ist dann die letzte Folge, mein Test, wegen Inkompetenz seitens des Servers und vor allen Dingen seitens Mesecon. Irgendwie, ich hackte gerade der Wurm drin. Das geht wieder ratzfatz. Ich hoffe das nicht. So, ja, haben wir die ganze Scheiße umsonst gemacht. Das heißt, die Kiste wird jetzt unnötig voll, aber gut, was sein muss, muss sein. So, zwei Blumen haben wir, eine brauchen wir noch. Wie ging die? Mesecon. Okay. Drei beliebige plus ein Schuss Apfelsaft. Ach komm, ich hab Bock jetzt. Hallo, danke. Ja, Sprinten versagt natürlich auch. Dann halt nicht. Ist hier gerade noch jemand on? Kulika. Also, wo man dieser Kulika gerade macht, muss ich ja mal nachher im Log schauen, was der da treibt. Der macht irgendwas, was dem Server nicht ganz gut tut. Ah, scheiße, muss ich doch mal noch hin. Och, nö. Och, komm, jetzt. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist ja aber Feierabend. Dankeschön. So. Blume. Winkt jetzt oder tut die nur so? Ja, dann halt nicht. Ah. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Okay, komm, nee.
Nee, nee. Nope. Einfach nope. Dann wollen wir mal gucken, was die andere Dame da macht. Weil wenn der Server ab und zu laggt, ist völlig normal. Aber der ist jetzt, der sieht dauerhaft auf 100% ausgelastet. Also wenn ihr da jetzt irgendwas gemacht habt, was den Server, ja, absichtlich fickt, dann fick ich sie. Dann wird die Dame oder der gute Herr, klingt wie ein Frauenname, ja, dann wird er einfach mal gebannt. So. Give me E. So, jetzt sind wir unsichtbar. Teleport. Okay. Sie macht eigentlich gar nichts, sie ist nur eine Höhle. Dann verstehe ich das aber erst recht nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Ich bin dezent verwirrt. Gucken wir mal ganz kurz rein. Nein. Das ist der Creative Server, der so ausgelastet ist. Aber warum? Ha. Ist mir so echt noch nie passiert. Okay, jetzt gerade geht die CPU das wieder runter. Wir probieren es mal nochmal. Das ist ein bisschen verrückt. Ich ja so echt noch nicht gehabt. Wie gesagt, wir hatten ja, wie gesagt, ne, so manche Stellen haben wir auch gesehen, als wir Sandstein abgebaut haben, ne, diese einen Grotte da. Da war ja auch, wenn wir in eine bestimmte Richtung geguckt haben, da ist der Server komplett mit dem Lag komplett hochgegangen. Da hat der dauerhaft 100% gehabt. Die bin jetzt aber hier bitte schon im Gleichtakt, oder? Die unteren blinken gar nicht. Ich wollte mich eigentlich verarschen hier. Wo bin ich jetzt gerade? Achso, ich bin noch im Flugmodus. Ha. Ach, die sind wieder quer. Guckt mal. Ach, leck mich doch. Ich werde von diesem. Das ist mir zu blöd. Das ist mir jetzt gerade echt zu blöd. Sind die jetzt auch so quer? Nee, das nicht. Schade. Das soll Sinn machen, ja? Das ist das, was die unter Sinn verstehen. Okay. Na gut, für Leuchtturm reicht es. Ich wollte es mal ein bisschen konfigurabel machen, dass man, wie gesagt, unten so Taster und Schalter hat, ne, dass man das auch unterbrechen kann oder so, ne? Kann man ja beim echten Leuchtturm, die kann man ja einschalten.
Aber das geht leider aufgrund von Limitationen auf von ja, Mesecon leider nicht. Hier tanzt man wieder alles rum. Hallo? Danke. Jürgen, wenigstens blinkt jetzt der Leuchtturm. Ich hoffe, mit dem komischen, ja, viereckigen Lichtdings da rumster sieht es jetzt von außen immer noch gut aus. Ich meine, so viel schlimmer als davor sollte es nicht aussehen. Ich hoffe nur, dass das ganze Ding überhaupt ordentlich aussieht. Und nicht komplett nach. Der Zerber will mich gerade so richtig hart rannehmen. Oh nö, ne? Gut, bleiben wir hier. Ah ne, sieht total komisch aus. Ja gut, und blinken tut er natürlich von so weit weg auch gar nicht. Wobei im Hintergrund müssen wir eigentlich aktiv bleiben. Oder ist es aktiv und er sendet es einfach nur nicht? Doch, er ist aktiv. Der Server ist noch gerade schon wieder so. Tja, ich weiß nicht. Irgendwie sieht jetzt da mit diesem super kleinen Leuchtmittel nicht so kacke, nicht so gut aus. Das wirkt dadurch viel zu klein. Und der Leuchtturm ist tatsächlich immer noch zu dick. Das passt mit den Proportionen auch nicht so ganz. Der ist für seine Höhe viel zu dick. Tja, irgendwie ist der Leuchtturm nicht ganz so wie in meinen feuchten Träumen prognostiziert. Der müsste wesentlich schmaler werden und das Leuchtmittel oben, ja, wie gesagt, das kriegen wir halt nicht größer, weil, ja, geht halt nicht, aber der das untere Ding muss definitiv schmaler werden. Das sieht so halt ultra seltsam aus, weil die Proportion halt nicht passt, ne? Nur wie sollen wir einen beim schmaleren Durchmesser da noch eine ordentliche Rundung reinbekommen? Das ist halt die Sache. Oder der Leuchtturm muss noch höher werden, aber dann sieht man halt das Leuchtmittel nicht mehr. Weil, ne, umso höher das Ding kommt, umso, ne, ist ja, wenn er quasi höher wird, ist der Effekt ja das gleiche, wie wenn wir jetzt hier näher rangehen. Und dann sieht man es, umso näher man rangeht, sprich also umso höher der Leuchtturm wird, umso weniger sieht man das Leuchtmittel. Und das macht dann auch keinen Sinn mehr. Das heißt, das würde wirklich nur gehen, wenn das Leuchtmittel an sich halt größer wäre, und das geht halt leider nicht. Tja, was tun? Okay, ich versuche mal was. Ich versuche mal was. Auch wenn ich jetzt schon weiß, das wird garantiert wieder Katastrophe. Achso, ich weiß auch gar nicht, ob ich dazu genug Lampen habe. Aber außerdem haben wir dafür auch zu wenig Platz. Ich wollte mich gerade überlegen, was wäre, wenn wir jetzt quasi hier drei reinmachen, hier drei rein und dann hier drei rein. Dann haben wir quasi halt, dann haben wir hier mal eine Lücke. Das müsste dann in drinne von der Verkabelung auch funktionieren, weil dann haben wir ja quasi, ne, da haben wir ja. Aber eben, das würde dann wieder nur für eine Schicht funktionieren. Drei Schichten übereinander, die dann gleichzeitig leuchten würden, das würde dann auch wieder nicht funktionieren. Das ist alles so Katastrophe. Gott. Ja gut, also bei dem Leuchtturm, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Der ist irgendwie absolute Katastrophe. Schon bauen wir den wieder ab und vergessen das Projekt. Das ist irgendwie schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, ja, dem sei so. Können wir auch nichts machen. Ja, der Server ist ein bisschen, ich meine, am Leuchtturm kann es jetzt nicht liegen, weil da ist ja nichts mehr drin. Da ist ja, außer die paar Blinkelämpchen, ist ja nichts mehr. Ja, yeah, ein Baum ist gewachsen. Nice. Ja, das wollte ich gerade schon mit meiner Kamera hier angeben, mit meinem, Fernglas. Haben wir aber gar nicht dabei. Eugene. Dann mal überlegen.
Tiere sind alle froh. Wenn die Tiere froh sind, bin ich auch froh. Gut, ich meine, der einen Kuh da, ne, die hat nur, der hat, ne, der gibt, der, die ist ein bisschen angeschlagen. Aber sonst geht's allen gut. Zum Glück sehen wir von hier aus den Leuchtturm nicht. Sonst müsste ich jedes Mal, wenn ich das Let's Play starte, erstmal abkotzen. Wie sieht er denn von weiter weg aus? Na gut, von weiter weg sehen wir den gar nicht. Ha! Aufgrund der Sichtbeschränkung. Tja, so von ganz weit weg sieht es sogar gar nicht so schlimm aus. So geht's fast. Ja, das Leuchtmittel müsste halt größer sein, aber zumindest der Turm, die Proportion an sich vom Turm her, die passen halt. So vom Weiten, also nein, aber es sieht halt nicht schlimm aus. Sagen wir mal so. Ja, na gut. Den Leuchtturm lassen wir jetzt einfach mal Leuchtturm sein oder vielmehr irgendwas sein. Und widmen uns mal jetzt einfach mal, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Dem nächsten Projekt will sagen, Operation Inneneinrichtung. Was ist denn jetzt hier los? Ja, der Server ist ein bisschen ausgelastet. Was suche ich jetzt gerade? Nein, ich wollte das Ding da reinpacken. So, Inneneinrichtung. Da brauchen wir ja ein bisschen was an Materialien. Zum Beispiel, muss ich mal ganz kurz gucken. Wir wollen auf jeden Fall Tische machen. Für Tische braucht man glaube ich nur Holz. Das ist kein Problem. Ne, nicht den hier, sondern die hier. Und da brauchen wir glaube ich nur Holz für. Das ist alles kein Problem. Genau. Bei Chair genauso. Brauchen wir auch bloß Holz. Okay, für die brauchen wir Holz und Wolle. Ist richtig. Aber ansonsten eigentlich nur Holz. So, das heißt Tische und Stühle bekommen wir hin. Rechner machen wir nicht. Bei Betten, wie sieht es da aus? Da brauchen wir definitiv auch Wolle. Warum rosa Farbstoff? Hallo, hallo. Ich schalte den Server neu. Könnt ihr aber wissen. Ja, das verstehe ich immer noch nicht, warum das da eigentlich denn. Warum man bunten Farbstoff braucht, damit es sowieso am Ende wieder nur weiß ist. Hä? Ach komm. Ah, genau. Okay, also Wolle. So, was gibt's noch? Betten haben wir, Tische. Na gut, sowas wie Nachtlicht wäre schon sinnvoll, ne? So eine Art Nachtlicht. Die werden aber auf jeden Fall teuer. Da. Komm jetzt. Ja. Gut, das geht eigentlich. Steel Stripe? Was ist das denn? Lol. Ach komm. Oh. Hallo? Danke. Kleiner Glimmlichtwürfel. Are you fucking kidding me? So, was brauchen wir noch? Wir haben einen Tisch, wir haben ein Bett, wir haben Schreibtisch. Na gut, Bücherregal haben wir sowieso, Papyrus haben wir. Das einzige wäre dieser kleine Bookshelf, dieser kleinere, der hier. Achso, es ist quasi so ähnlich. Was? Achso, genau, das ist das klassische Rezept. Und dann einfach zwei Dinger klauen, dann haben wir das Ding. Okay, das geht tatsächlich auch. Schreibbares Buch. Was zur Hölle ist ja interessant. Wusste noch gar nicht, dass sowas gibt hier. Bunte Bücher. Ah. Nicht schlecht das Ganze. Nicht schlecht.
Okay. Das heißt, wir haben soweit alles für die Grundeinrichtung. Dann können wir damit quasi sogar loslegen. Okay, wir Holz haben wir in der Hütte. Wolle haben wir hier auch keines, also auch wenn wir haben, dann in der Hütte. Boah, ich habe nicht weiter von 200, warum das denn? Baumwolle. Haben wir da was bei uns im Haus? Egal, ich nehme einfach mal ein bisschen was mit hier. Können wir dazu nur zurücklegen. So, mehr brauchen wir nicht. Dann gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Ja. Würde ich mal sagen. So. Tür zu, Affe tot. Ach, siehst du, ein bisschen Wolle haben wir noch. War also ganz gut, dass wir Wolle mitgenommen haben. Werden wir denn wohl brauchen? Okay. Also, zuallererst machen wir mal die teuren Sachen. Scheiße, jetzt habe ich das Papyrus nicht mitgenommen. Weil das bisschen Papyrus, was wir haben, wird für Bücherregale. Oh, hallo. Okay, jetzt feiern. Jetzt feiern. Ja, erstmal falsch schreiben. Achso, ich habe sowieso Kindserver-Privileg. Na, fuck. Das geht nicht. Das geht so nicht. Na gut, wenn wir da lang. Folgenpause. Dann starte ich auch mal die ganzen Server neu. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann.